Ja, hallo. Heute gibt es ein neues Video und zwar, wir müssen einen Zaun bauen. Ja, und dieser Zaun soll dafür da sein, dass also das ganze Teichgelände nochmal abgesperrt ist, dass unbefugte Leute da keinen Zutritt bekommen. Und der Zaun soll ähnlich gebaut sein wie hier hinten der. Ja, ein Stachettenzaun oder Stakettenzaun oder Lattenzaun, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, also einfach zwei Querriegel und so Halblinge als Zaunlatten. Ja, und während ich jetzt die Fische fütter und hier vorne ein bisschen Mulchmaterial aufbringe, schaut ihr euch an, mit welcher Maschine ich das mache. Und im zweiten Schritt seht ihr dann, wie ich diese Pfosten mache. Viel Spaß damit. So, hier zeige ich euch einmal die Maschine, mit der ich die Zaunpfähle bearbeiten möchte. Und zwar ist das eine Eigenbaumaschine, die mein Vater irgendwann mal gekauft hat. Das Gerät ist also auf Achse, hängt jetzt hier im Zuchtmaul von meinem Bungatz, kann wahlweise über Zapfwelle angetrieben werden. Hier unten wäre die Eingangswelle. Ansonsten ist ein Elektromotor verbaut, normaler 380 Volt Motor mit 16 Ampere Stecker. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie das Teil arbeitet. Also, hier sind sechs Messer aufgesetzt auf einer sich drehenden Scheibe. Und die Messer haben hier vorne einen Schneidspalt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, von ungefähr 1 mm. Naja, und wenn ich Holz schälen möchte zum Beispiel, lege ich das hier drauf, drehe das immer und die Messer kommen also vorbei und schälen die Rinde ab oder Astanläufe und sowas. Und naja, das dreht sich recht schnell und alles, was abgeschält wird, fliegt oben raus. Das kann ich dann drehen, das ist hier nur aufgesteckt. Hier vorne, dann kann ich mir die Richtung noch bestimmen, wo es hinfallen soll. Ich lasse das jetzt mal so, weil ich klappe euch das einmal auf. Hier sieht man nämlich mal, wie das so innen drin aussieht. Also die Messer sind hier auf 45 Grad eingebaut. Ne? Ich habe die gerade wieder reingesetzt. Ich hatte die einmal zum Schärfen mit zu Hause. Sind dann hier mit zwei M10er Schrauben geklemmt. Ja, und diese Eisen hier, die arbeiten dann wie Flügel. Also hier dreht er sich dann recht schnell. Und alles, was hier jetzt abgeschnitten würde, ich sag mal hier an dem Messer, wird in den Zwischenraum mit reingezogen und dann von dieser Fläche beschleunigt, einmal mit unten durchgenommen und nach oben ausgeblasen. Seht ihr mal einen ganzen Schwung voll Zaunpinne, die ich schon gesägt habe. Die habe ich auf der Kreissäge einfach auf 1 Meter abgelenkt. Ja, und wie ihr gerade gehört habt, hier klackert was. Da ist einfach hier vorne dieser Mitnehmer hier hinter. Da drin sitzt der. Der schlägt hier an. Also werde ich das nochmal aufschrauben. Und der ist wahrscheinlich beim Wechseln der Messer, dass die Druckplatte hier hinter einfach ein bisschen zu weit draußen steht. Naja, ist nicht gut, dass es schlägt, deswegen reingucken, beheben und dann haben wir es wieder.
haben wir hier einen riesigen Haufen an Mulchmaterial, aber auch einen riesigen Haufen an Zaunlatten und Balken, wo die Latten dann drauf genagelt werden. So, das Ganze werde ich jetzt auf den Anhänger verfrachten, mit nach Hause nehmen und dann werden die dickeren hiervon auf der Kreissäge halbiert. Ja, es sind jetzt ungefähr 300 Halblinge geworden, die wir als Zaunlatten verwenden. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Gut, so viel erstmal für den ersten Teil. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert fleißig den Kanal. Demnächst geht's hier weiter mit Teil 2 vom Zaunbau. Bis dann, ciao.